Hallo Leute, ich bin Omid Firozi und herzlich willkommen bei meiner Milpshow auf einer Matte mit... Was machst du hier? Warum war er besucht? Das ist meine Wohnung hier, was machst du auf meinem Bank? Das ist mein Studio. Verpiss dich, Land, von meinem Bankland, ist meins. Ich wohne her. Liebe Flüchtlinge, heute, ich will mich erstmal entschuldigen. Ja, Deutschland, ich sag dir das jetzt. Ist mir egal. Was willst du machen? Du kannst gar nichts machen. Die haben euch Wohnung gegeben, solche Hostels, so richtig hinter Köpenick, sei dahinter noch, verstehst du, was ich meine? Richtig weit weg von allen Leuten, von allen Menschen. Alles, was da ist, ist ein Aldi, ein Street One, ein Lidl und ein Schlecker, der zu ist. Weil ganz ehrlich, ey, sogar ein Legehenne hat mehr Rechte, okay? Ein Legehenne hat ein Recht auf Freihaltung, bei euch, die machen Käfighaltung. Wir haben uns das mal angeschaut. Ausgangspunkt für ein langfristiges Leben in Deutschland für jeden Asylsuchenden ist rechtlich der Ort, an dem sein Asylantrag läuft. Über die Möglichkeiten und Rechte, den Lebensort zu wechseln und dass die rechtliche Grundlage dafür teilweise Ländersache ist, darüber informiert flüchtlingshelfer.info. Die Seite entstand im Rahmen des Programms Koordinierung, Qualifizierung und Förderung der ehrenamtlichen Unterstützung von Flüchtlingen. Dazu zählen Fragen bezüglich Bildung, Recht, Versicherung und Ehrenamt. Ja, ich sag denen das auch. Es gibt Initiative, es gibt so richtig Baba-Deutsche, so gute Leute, die haben gesehen, das geht's nicht so, wir wehren uns jetzt. Die haben ein Portal gemacht bei Internet und zwar heißt es, wie heißt das? Flüchtlingewillkommen.de und da machen die so, dass die wie Vermittlung, wie Partnervermittlung, nur mit einem Vermieter. Weißt du, was ich meine? Was die Leute machen hier, und das ist eine richtig gute Idee, die machen sowas wie WG. WG heißt Wohnungsgemeinschaft, okay? Also das heißt, du hast eine Wohnung, aber nicht alleine. Also eigentlich wie zu Hause. Verstehst du? Und deshalb, geh mal auf dieses Portal, guck dir das an. Wallah, ist richtig geil. Ich schwöre, ich liebe dieses Land. Flüchtlingewillkommen.de bringt Wohnraumgebende und geflüchtete Wohnraumsuchende zusammen. Aber lassen wir die Macher der Seite doch einfach selbst zu Wort kommen. Es gibt eigentlich zu wenig Raum, um sich wirklich kennenzulernen und sich wirklich auszutauschen. Und eine WG bietet eben diese Möglichkeit, aber auf eine total ungezwungene Art. Mal angenommen, in einer WG, wo drei Leute leben, sind es auf einmal drei Freundeskreise und drei Familienkreise, die auf einmal einen direkten Bezug zu einem geflüchteten Menschen haben. Und ich denke, das ist sehr wichtig, um auf beiden Seiten auch Vorurteile abzubauen. Was noch geil ist an WG, du kannst WG-Party machen. Verstehst du, was ich meine? Das ist richtig geil. Leute einladen oder nicht, dass du dich wunderst. Manchmal, die machen eine Party und dann du wachst auf und es sind irgendwie 1000 nackte Leute um dich rum, weil die Deutschen, die haben so ein FKK-Gen, weißt du? Die haben das Gen, die können nichts für das. Es ist bei denen so. Die müssen sich ausziehen, wenn sie sich wohlfühlen, weißt du? Das ist so. Und es ist aber, macht Spaß. Manchmal so, das ist ein bisschen Partystimmung und so. Und kommt nicht deine Mutter und sagt, ist alles Haram, weißt du, ist geil. Die klassische Wohngemeinschaft bezeichnet das Zusammenleben mehrerer unabhängiger, meist nicht verwandter Personen in einer Wohnung. In kaum einem Land ist diese Art des Zusammenlebens so verbreitet wie in Deutschland. Anfangs lebten Studenten und Auszubildende zusammen, um Geld zu sparen. Inzwischen gibt es WGs für Alleinerziehende, Business-Wohngemeinschaften und eben Wohnungen, die sich Einheimische und Newcomer teilen und einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten. Also, liebe Flüchtlinge, ihr dürft nicht vergessen, es gibt eine richtig krasse Wohnungsnot hier in Deutschland und deshalb, ich will dir sagen, du bist nicht anders schuld. Also nur, dass ihr wisst, dass euch sowas nicht gefallen, es stimmt's nicht. Du kannst sofort sagen, wenn die sagen, ja, aber du hast eine Wohnung und deshalb, es gibt eine Krise in diesem Land, er sagt, du bist die Krise. Die wollen euch einreden, die wollen uns auch einreden, dass wir keine Wohnung haben wegen euch. Aber das stimmt gar nicht, Deutschland, ich sag jetzt alles. Es ist doch so, du verarschst uns total. Du tust so, als ob es eine Flüchtlingskrise gibt und deshalb, wir haben keine Wohnung mehr. Wir haben eine Wohnungskrise und deshalb gibt es keine Wohnung mehr. Also herzlich willkommen, Refugees. Unsere Wohnungprobleme gibt es auch ohne euch. Der Mediendienst Integration hat eine Studie über den Zugang von Geflüchteten zum Wohnungsmarkt veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen der ohnehin schon angespannte Wohnungsmarkt, bürokratische Hürden und fehlende Informationen für Newcomer und Refugees, zum Beispiel was Gebühren an Makler und Vermieter betrifft.
Auch die Schader Stiftung sieht die Wohnungssituation allgemein und speziell im ländlichen Raum als wenig befriedigend an. Der Zuzug von Geflüchteten wird hier als Chance für den Wohnungsmarkt gesehen, zum Beispiel in Zusammenhang mit Gemeinschaftsräumen und Nachnutzungskonzepten. Grundlegend ist jeweils die zu schaffende Infrastruktur. Wallah, hier ist jetzt auch nichts mehr los. Ich höre nicht einen Kuli fallen. Ich gehe jetzt zu einer WG-Party von diesen Bio-Deutschen. Ey, Bio-Deutsche sind die Besten. Ich schwöre, deren Couscous ist tausendmal besser als der von meiner Tante. Hadi, bis dann. Heitsch! Ich bin voll krank geworden wegen euch Pennern. Ey, die kommen hier auf ein Amt, die sind todeskrank, okay? So husten die hier rum, verstehst du? Es gibt Leute, die arbeiten hier so wie ich, okay? Und die kommen, die sind so egoistische Menschen. Und jetzt sind alle krank, nur weil du beweisen musst, dass du deinen Termin einhältst, obwohl du Pest hast. Verstehst du, was ich meine? Es ist so scheiße, es kotzt mich so an. Und deshalb, wir machen bei nächster Show ein Thema über Gesundheit. Abonniert! Abonniert! Alter.